Willst du yani ein sehr gutes Gefühl haben? Willst du Ruhe? Willst du runterkommen? Willst du abschalten? Geh, bete zwei Rakat. Bete, sag Allahu Akbar. Wisst ihr, was Allahu Akbar bedeutet? Allahu Akbar bedeutet, ich habe abgeschlossen mit alles, was hinter mir ist. Mit den Problemen, mit Geldsorgen, mit Arbeit, mit denjenigen, die gegen alles. Alles ist groß. Allah ist groß. Allah ist größer als alles. Jetzt stehe ich vor dir, oh mein Herr. Oh mein Schöpfer, ich stehe vor dir. Ich stehe vor dir. Hilf mir. Und dann sagst du, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Was sagt dein Herr? Allah sagt, Hamidani Abdi. Hamidani Abdi. Mein Diener hat mich gelobpreist. Stell dir das vor, bildlich vor. Du stehst vor Allah. Genauso wie du dir bildlich vorstellen kannst, wo es gar kein Vergleich ist. Du stehst vor irgendeinem prominenten Menschen. Dein Vergleich. So musst du dir vorstellen. Wallahi, wenn du dir vorstellst, du stehst vor Allah, du denkst an nichts anderes.